Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes, die Motivsuche. Ich bin der Tarek. Ich bin Sandra, hallo. Hi. Ich muss gleich zu Beginn loswerden, wie es mir bei der Vorbereitung dieses Falls gegangen ist, denn es war durchaus schon recht beklemmend für mich, was es normalerweise nicht ist. Der heutige Fall führt uns wieder mal in die Vereinigten Staaten. Es geht allerdings um wirklich ein sehr grausames Verbrechen, das unter Teenagern stattfindet und das, darüber wirst du, Sandra, uns sicher noch was erzählen, in Bezug auf die Kindheit der Täter, der Täterin und dem Kontext, in dem sie aufgewachsen ist, ganz, ganz viel aussagt. Wir haben auch wieder diesmal Ausschnitte aus Interviews und Verhören, die wir gerne später auch analysieren und einspielen würden dabei. Es ist ein ganz klassisches Verbrechen, das durch die Umstände entsteht, in denen man einfach aufwächst. Genug gequatscht. Wir schreiben das Jahr 1985. Hier wird Christine Paolilla geboren. Und zwar in Long Island, New York. Sie ist die Tochter von Charles Paolilla und Lori Paolilla. Es handelt sich um eine ganz klassische Familie der Mittelschicht. Der Vater ist eben am Bau beschäftigt. Christines Kindheit ist, oder sehr frühe Kindheit ist bis zum Alter von 3 Jahren eigentlich weitgehend behütet und normal. Den ersten Schicksalsschlag erlebt die Familie im November 1988. Hier stirbt Christines Vater verunglückt tödlich bei einem Unfall auf der Arbeit auf der Baustelle. Lori, Christines Mutter, kommt mit diesem Schicksalsschlag gar nicht zurecht und versucht ihre Schmerzen und ihren emotionalen Stress in Drogen und Alkohol, also mit Drogen und Alkohol zu betäuben. Dies wirkt sich zwangsläufig auf ihre Beziehung und auch auf ihre Fähigkeit, Christine zu erziehen, aus. Christine hat auch einen kleinen Bruder. Beide Kinder können von der Mutter nicht mehr großgezogen werden. Die Mutter muss in eine Entzugsklinik und zwar mehrmals. Das hat in weiterer Folge zum Ergebnis, dass beide Kinder zu den Großeltern müssen und bei den Großeltern aufwachsen. Christines Kindheit entwickelt sich in weiterer Folge nicht sonderlich gut. Im Kindergarten und Schule wird sie sehr, sehr massiv gemobbt und gehänselt. Dies liegt an mehreren Faktoren. Einerseits hat Christine eine ausgeprägte Sehschwäche. Sie trägt sehr dicke Augengläser. Und andererseits hat sie eine Autoimmunerkrankung entwickelt, die als Hauptsymptom chronischen Haarausfall bedingt. Das heißt, Christine, das muss man sich mal vorstellen, aber dazu werden wir eher noch was hören von dir, Sandra. Christine ist gezwungen, in ihrer frühesten Kindheit in Kindergarten und Schule Perücken zu tragen, da sie kompletten Haarausfall hat. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf ihren Alltag. Kinder reißen ihr die Perücke herunter, sie bekommt alle möglichen Spitznamen und ihre schulischen Erfolge gehen gegen den Nullpunkt. Sie verliert sämtlichen Bezug zu sozialen Kontakten und isoliert sich immer mehr selbst. So, soweit nun von mir der erste Teil. Was sagst du dazu, Sandra? Ja, genau das, was du auch schon angefangen hast. Das ist eine sehr heftige und nicht so schöne Kindheit von Christine gewesen. Wir haben da schon mehrere Faktoren, die einfach eine negative Entwicklung beeinflussen. Und wenn ich mir jetzt mal den Punkt rausnehme, der Autoimmunerkrankung, das ist recht heftig für kleine Kinder. Weil das ist der Punkt, den ein Kind von allen anderen Kindern halt massiv unterscheidet.
Und das ist sehr schwierig, damit umzugehen. Und wenn man dann aus einem instabilen Elternhaus kommt, macht es das für die Kinder umso schwieriger, mit der Situation des, ich sag's mal, Anderssein umzugehen. Das ist nicht so leicht für Kinder. Und darauf begründet ja auch das, was du gesagt hast, dass das Kind gehänselt wurde und der soziale Rückzug mit in Kombination mit schlechten Noten fördert das einfach nicht das Selbstbewusstsein eines jungen Kindes. Aber erzähl doch mal, wie ging es dann weiter? Hat sich das vielleicht verändert oder ging es noch weiter in die Negativspirale? Naja, es ging zunächst einmal ging es ein bisschen raus aus der Negativspirale. Also es gibt jetzt einen Punkt in Christines schulischer Laufbahn, in der es eine überraschende Wendung gibt, und zwar ihre Mutter, Laurie Paulilla, kehrt aus der Entzugsklinik zurück, hat sich wieder gefangen und hat auch, und das beeinflusst jetzt Christines Leben in einem großen Maße, hat einen neuen Mann kennengelernt und ist eine neue Beziehung eingegangen. Und es passiert jetzt tatsächlich das, was Christine schon so lange gehofft hatte, und zwar sie kann zu ihrer Mutter zurück, gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder, und sie beginnen wieder ein normales, reguläres Familienleben mit dem neuen Partner der Mutter. Was hier jetzt auch noch dazu kommt, um einen Familienlebenscut, sage ich jetzt einmal, umzusetzen, ist, dass die Familie nun aus Long Island, New York wegzieht und nach Clear Lake in Texas zieht. Clear Lake ist ein kleiner Vorort vor Houston, das heißt sehr nahe an einer der größten Ballungszentren in Texas, aber trotzdem in einer eher zurückgezogenen, leichten, vorstadtähnlichen, leicht besiedelten Gegend mit ganz vielen Einfamilienhäusern, wo es einfach wirklich eine ganz gute Basis für die kleine Familie eben gibt. Christine besucht dort auch eine neue Schule. In ihrem Familienleben ist jetzt wieder eigentlich alles gut, unter Anführungszeichen. In der Schule ändert sich jedoch gar nichts. Also sowohl in Texas als auch in Long Island, New York ist die Situation genau dieselbe. Christine wird weiterhin gemobbt. Es wirkt sich erneut auf ihren schulischen Erfolg aus. Sie hat erneut keine Sozialkontakte. Es findet erneut dieses Muster des sozialen Rückzugs statt. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied, und der sorgt jetzt auch für ganz eine massive Änderung in Christines gesellschaftlichen Leben. Es gibt einen von vielen Mobbing-Vorfällen, wo zwei Mädchen, die an dieselbe Highschool gehen, nämlich Rachel Kalaroutis und Tiffany Rowell, mitbekommen, wie Christine vor Ort gemobbt wird und sich dazu entscheiden, sie zu verteidigen und sich für sie einzusetzen. In meinen Recherchen konnte ich nicht exakt herausfinden, um welchen spezifischen Vorfall es sich hier handelt. Das hätte mich selber eigentlich auch interessiert. Im Kontext der Geschichte wäre das sicher interessant gewesen. Es lässt sich leider nicht rekonstruieren. Fest steht aber, dass die beiden Mädels, die absolute, wie soll man sagen, Superstars an der Highschool waren und extrem beliebt waren, sich dazu entschieden haben, sich für Christine einzusetzen. Es gibt einige Parallelen im Werdegang dieser beiden Mädels, die auch dafür sprechen, dass sie so etwas tun. Tiffany und Rachel setzen sich für soziale Organisationen ein, sind ganz viel in der Gemeinwesenarbeit in der Ortschaft aktiv. Hier kann man einfach daraus schließen, dass das zwei Mädels wären, die einfach so etwas tun würden und nicht vielleicht einfach nur zusehen, wenn so etwas passiert. Es bleibt nun aber halt auch nicht dabei, dass Tiffany und Rachel Christine nur bei diesem einmaligen Vorfall unterstützen, sondern die drei Mädels kommen ins Gespräch und es entwickelt sich sehr schnell eine Freundschaft zwischen den dreien. Tiffany und Rachel entschließen sich dazu, Christine in ihren engsten Freundeskreis aufzunehmen. Und Christine öffnet sich den beiden Mädels gegenüber auch und erzählt von ihrer Kindheit, erzählt von ihrer Autoimmunerkrankung, von der Isolation, von der gesellschaftlichen, die sie dadurch hat. Und
Tiffany und Rachel entschließen sich einfach dazu, Christine in ihre, wenn man so sagen will, Clique aufzunehmen und auch zu versuchen, ihr Selbstbewusstsein wieder zu steigern, indem sie mit ihr einkaufen gehen, indem sie mit ihr Shopping-Trips eben machen, ihr gemeinsam mit ihr zum Friseur gehen und versuchen, hier andere Lösungen für ihre Frisur eben zu finden, abgesehen von den recht auffälligen Perücken, die Christine immer damals hatte. Es geht zum Visagisten, es gibt Make-up-Shopping-Trips, alles Mögliche. Dazu gibt es auch auf Insta bei uns Fotos, die man dazu sehen kann, wie Christine vor der Freundschaft mit Rachel und Tiffany ausgesehen hat und wie sie danach ausgesehen hat. Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Ja, und in weiterer Folge, bevor ich wieder an dich abgebe, Sandra, ist noch zu sagen, dass es jetzt natürlich aufgrund dessen, dass Christine in dieser Clique von Rachel und Tiffany drin ist, kein Mobbing mehr gibt. Tiffany und Rachel sind extrem beliebt an der Highschool. Es ist jetzt in der ganzen Highschool bekannt, dass Rachel, Tiffany und Christine beste Freundinnen sind. Das ist eine Einheit. Und in dieser Zeit wandelt sich das gesellschaftliche Bild von Christine in ihrer Highschool von der gemobbten und gehänselten zu ihrem neuen Spitznamen Miss Irresistible, die Unwiderstehliche. Ja, es ist total schön, dass das Leben mit der Mutter und mit dem Stiefvater einen positiven Effekt gehabt hat, aber auch das mit der Schule, mit den Freundinnen, soziale Kontakte in der frühen Kindheit, Jugend, Pubertät sind einfach so sehr wichtig und da können Jugendliche richtig aufleben. Das ist echt schön. Ja, ist es zweifellos und wir haben jetzt bis jetzt in Christines Leben durchaus Höhepunkte als auch Tiefpunkte erlebt und angefangen vom Tod ihres Vaters, ihre Mutter, die in einer Entzugsklinik gelandet ist, die dann aber wieder zurückkehrt mit einem neuen Partner, der Umzug an einen neuen Ort, Tiffany und Rachel, die in Christines Leben kommen, um ihr im gesellschaftlichen und schulischen Umfeld wieder einen Auftrieb zu verschaffen. Und jetzt passiert das, was im Leben eines jeden Teenagers früher oder später passiert. Man lernt jemanden kennen, mit dem man eine intime Beziehung eingeht. Und das ist in Christines Fall im Jahr 2003 soweit. Da lernt sie den damals 23-jährigen Christopher Snyder kennen. Zu dem Zeitpunkt ist Christine 17 Jahre alt, er 23. Christines Mutter Laurie ist zu diesem Zeitpunkt alles andere begeistert von der Beziehung. Es ist allgemein bekannt, dass in der Ortschaft Clear Lake, dass Chris eine sehr schwierige Jugend hatte und hat, und zwar im Kontext von mehreren kleineren Delikten wie Autodiebstahl, kleinere Ladendiebstähle, Körperverletzung, aber auch Drogenmissbrauch. An diesem Punkt findet auch das erste Mal der erste richtige Bruch statt zwischen Christine, Tiffany und Rachel, weil auch Tiffany und Rachel sind alles andere als begeistert von Chris Snyder als dem neuen Freund von Christine. Versuche aber dennoch, weil ihnen einfach an der Freundschaft zu Christine so viel liegt, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Chris wird also, da Christine sich gar nicht mehr alleine bewegt, sondern immer nur in Begleitung von Chris ist, wird Chris automatisch ein Teil der Clique. Das geht aber fürchterlich schief. Chris ist ziemlich aggressiv, vor allem verbal und die Gruppendynamik zwischen den mittlerweile vier Teenagern ist alles andere als gut. Das hat zur Folge, dass auch leider der Kontakt von Christine zu Tiffany und Rachel einfach geringer wird. Christine will trotz der flehenden Aufrufe ihrer Mutter und ihrer zwei besten Freundinnen unbedingt an Chris festhalten. Christine isoliert sich immer mehr von ihrem Zuhause, ist weitgehend nur noch bei Chris in Chris' Haus, trifft sich nicht mehr oft mit Tiffany und Rachel.
Christine und Chris haben auch wirklich keine einfache Beziehung. Sie streiten sehr viel, die Nachbarn berichten von extremen Ruhestörungen mitten in der Nacht. Chris wirft Christine mitten in der Nacht aus dem Haus. Christine schläft teilweise auf der Veranda, weil Chris sie nicht mehr in das Haus reinlässt. Auf der anderen Seite wird immer wieder reproduziert, dass gehört wird, wie Christine Chris droht, ihn umzubringen. Es entsteht also wirklich eine recht toxische Beziehung mit einer gewissen Form der Abhängigkeit, vor allem in Bezug auf Drogen. Chris kommt einfach aus dem Drogenmilieu. Christine beginnt auch mit dem Beginn dieser Beziehung auch wirklich sehr stark damit, Drogen zu konsumieren. Das heißt, Chris ist einfach auch ihr Substanzversorger. Das muss man auch ganz klar so sagen. Ja, mit dieser Abhängigkeit und dieser Form von Beziehung würde ich auch nochmal zu dir überleiten, Sandra, was du dazu sagst. Ja, erstmal ist es halt sehr schade, was aus dem doch recht positiven Verlauf geworden ist. Gerade habe ich noch gesagt, dass Beziehungen, soziale Beziehungen, einen Menschen so positiv prägen können, dass sie sich ganz viel verändern können. Und jetzt erzählst du im Prinzip das Gleiche, nur in der negativen Variante. Auch Beziehungen können einen negativen Verlauf hervorrufen. Und du hast vollkommen recht, dass es zu einer Abhängigkeit kommt. Zum einen mit sich, also auf die Drogen bezogen. Und zum anderen ist das auch eine gewisse Form der Beziehungsabhängigkeit. Dadurch, dass du geschildert hast, dass die Christine sich immer mehr von ihren besten Freundinnen distanziert, hat sie somit ja auch weniger dieser Sozialkontakte, auf die sie zurückgreifen kann. Genau. Die Drogensituation ist, denke ich mal, auch nicht zu vergessen mit der Ursprungssituation, die du beschrieben hast, weil die Mutter hat doch auch schon Drogen und Alkohol konsumiert. Richtig. Also eine Substanzabhängigkeit steckt einfach in der Biografie drin und es ist. Und immer wieder kommt das vor, wenn Kinder bereits mit Drogen und Alkohol durch Erziehungsberechtigte oder das nahe Umfeld in Kontakt gekommen sind, dass sich das auch viel leichter im späteren Leben manifestieren lässt. Was sagst du eigentlich dazu, dass sie draußen auf der Veranda geschlafen hat? Das ist nämlich etwas, was ich bei der Recherche sehr oft vorgefunden habe, dass Nachbarn zu Protokoll gegeben haben, oder bei den Beschwerden bei der Polizei bezüglich Ruhestörung wirklich gemeint haben, dass Chris sie aus dem Haus geschmissen hat, sie wollte aber nicht gehen, Chris hat sie nicht mehr reingelassen ins Haus und sie hat tatsächlich auf der Veranda geschlafen. Aber das ist, finde ich, also wenn ich jetzt mal rein spekuliere, finde ich, ist das genau ein Merkmal von dieser toxischen Beziehung. Wenn eine Person noch rausgeschmissen wird, dann stellt sich doch jeder normale Mensch vor, dann geht man, sucht sich Hilfe, geht zu der Familie, geht zu den besten Freunden, irgendwo finden doch die meisten Leute eine Couch, wo man schlafen kann. Nicht aber Christina, sie scheint schon eine zu große Distanz oder Hemmung gehabt zu haben, in dieser doch eigentlich Notsituation, sich an irgendjemand zu wenden. Und mit Sicherheit hat das auch was damit zu tun, dass sie sonst zu hören bekommen hätte, na, wir haben es doch gesagt, der Chris ist ganz schlecht. Also die Christine muss sich jetzt bereits entscheiden, gehe ich zurück zu meinen Freunden und zu meiner Familie und weiß ich nicht, und höre mir das Schlechte über meinen Freund an oder vertusche ich das in gewisser Weise? Und gerade Gewaltbeziehungen im Allgemeinen haben ja diese Abhängigkeit. Das ist ja von außen, ist das manchmal gar nicht zu verstehen, warum diese Personen nicht da rausbrechen. Sie gehen immer wieder zurück zu dem, der eigentlich schädlich für sie ist, obwohl sie einfach nur weggehen könnten. Aber gerade dieses einfach nur weggehen ist oft nicht möglich. Und so würde ich das halt einfach, so würde ich das eher sehen. Es war ihr nicht möglich, wohin zu gehen, also blieb sie lieber in der Nacht auf der Veranda. Ja, es ist auch wirklich ganz, ganz viel in der Recherche rausgekommen, dass Christine auch diejenige in der Beziehung war, die extrem eifersüchtig war. Das heißt, Christine hatte immer die Befürchtung, dass Chris sie betrügt. Es gibt sogar die Aussage von Chris gegenüber seinen eigenen Eltern, dass er im Zuge seiner Kindheit wirklich und seiner Jugend vor allem zwei Dinge hat, vor denen er Angst hat. Und zwar immer schon einerseits die Polizei und zum zweiten Christine. Ja, natürlich, wenn man sich überlegt, dass es eigentlich nur noch eine Zweier-Welt-Situation, also nur noch die beiden, sonst niemand.
dann ist eine mögliche dritte Person ein störender Faktor. Ja, das sei jetzt eine Konkurrentin in der Beziehung, wo man über die Eifersucht geht. Das könnten aber auch genauso gut die Eltern sein oder irgendwer. Also jede Person, die von außen reinkommt, stellt eigentlich eine Gefahr dar und sollte möglichst draußen bleiben. Und da sind dann halt auch sehr massive Aussagen zu erwarten. Aber lass uns doch jetzt mal zur eigentlichen Tat kommen. Was ist denn wirklich passiert? Wir schreiben noch immer das Jahr 2003. Es ist der 18.07. in Clear Lake, mitten in den Sommerferien. Es entwickelt sich jetzt nämlich hier eine recht bizarre Situation. Tiffany verbringt nämlich den ganzen Sommer alleine im Haus ihrer Eltern. Es ist der letzte Sommer vor einem Highschool-Abschluss. Das Haus hat sich während dieses Sommers zu einem richtigen Treffpunkt für alle möglichen Jugendlichen in der Gegend entwickelt. Und es finden Tag ein, Tag aus mehrere Partys statt. Auch Rachel ist hier von der Partie. Und der Grund dafür, warum Tiffany hier alleine in dem Haus ist, das war innerhalb der Recherche recht schwierig herauszufinden, weil es hier unterschiedliche Quellen gab. Aber schlussendlich konnte man eine Quelle sehr eindeutig verifizieren. Und zwar wird öfter davon geredet in anderen Berichten, dass die Eltern von Tiffany einfach über den Sommer hinweg waren und Tiffany alleine in dem Haus dadurch war. Die Wahrheit ist eher, dass auch Tiffany mit einem Schicksalsschlag in ihrer Jugend zu kämpfen hat. Und zwar der, dass 1998 ihre Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ihr Vater hat daraufhin relativ rasch eine neue Beziehung begonnen. Und Tiffanys Vater ist, nachdem er in diese neue Beziehung eingegangen ist, aus Clear Lake weggezogen und hat das ehemalige Elternhaus einfach von Tiffany ihr selbst überlassen, weil es ja ihr letzter Sommer vor dem Highschool-Abschluss ist und sie dort in Ruhe und ungestört diesen Abschluss machen kann. Ihr Vater ist eben, wie gesagt, mit seiner neuen Partnerin schon ganz woanders. Es kommt jetzt eben zur Situation, dass nicht nur Tiffany, sondern auch ihr neuer Freund, Marcus Pacella, und Rachel und ein Bekannter, Dee Sanchez, die beiden sind jedoch nicht zusammen, sind kein Paar, zu viert in dem Haus sind und einen Filmabend machen. Wobei Filmabend hier ein bisschen, das Wort Abend ein bisschen übertrieben ist, es ist eigentlich Nachmittag. Das heißt, helllichter Tag. Es ist jedoch für später am Abend eine sehr große Party in dem Haus geplant. Und die vier wollen einfach vorher, bevor die Party beginnt, noch in Ruhe hier Zeit im Haus verbringen und einen Film sich anschauen. Gegen 18 Uhr beginnen die ersten Partygäste einzutrudeln. Es handelt sich hierbei um eine Freundin von Tiffany und Rachel, nämlich Brittany und ihr Freund, die für 18 Uhr relativ früh noch da sind am Ort des Geschehens und auch keine weiteren Gäste erwarten. Sie klopfen an der vorderen Tür, es antwortet ihnen jedoch niemand. Durchs Fenster ist jedoch zu erkennen, dass der Fernseher an ist. Brittanys Freund geht an die Hintertür und versucht von hinten reinzukommen. Die Hintertür ist verschlossen. Als Brittany selbst nach mehreren Klopfversuchen die Vordertür öffnet, merkt sie, dass diese gar nicht verriegelt ist. Beide gehen nun in das Haus hinein. Sie gehen Richtung Wohnzimmer und finden dort einen Tatort vor. Und zwar finden sie zunächst einmal Marcus Pacella und Tiffany, also das junge Paar, auf der Couch selbst sitzend, blutüberströmt. Beide wurden erschossen. Vor der Couch selbst liegt Dee Sanchez am Boden, der Bekannte von Rachel Calarutis. Rachel wird hinter der Couch, hinter dem Sofa gefunden. In ihrer ausgestreckten Hand befindet sich das Telefon des Hauses, auf dem später eben Blutspuren der Tasten 9 und 1 festgestellt werden. Das heißt, sie war dabei, den Notruf zu rufen und hat es leider nicht mehr geschafft.
Britney und ihr Freund verständigen umgehend die Polizei um 18.20 Uhr, knapp 20 Minuten eben nach ihrer Ankunft, treffen die Kräfte vor Ort ein. Es handelt sich hierbei also um einen Vierfachmord, der zunächst vollkommen ungelöst bleibt. Die Polizei tappt komplett im Dunkeln und kann keinerlei Motivbezug zur Tat herstellen. Das Einzige, was relativ früh festgestellt werden kann, ist, dass es eben am Haus am Vordereingang keinerlei Einbruchsspuren gibt. Das lässt bei jedem Gewaltverbrechen immer darauf schließen, dass die Täter für die Opfer keine Unbekannten waren und dass diese freiwillig den Tatort, in dem Fall das Haus, betreten konnten, ohne einbrechen zu müssen. Es gibt einen einzigen weiteren Anhaltspunkt, den die Polizei findet bei den vier Teenagern, die in irgendeiner Art und Weise mit einem Gewaltverbrechen in Verbindung gebracht werden kann. Und zwar ist das die Vergangenheit von Dee Sanchez. Das ist, wie vorhin erwähnt, der Bekannte von Rachel Kalaroutis, der erst kürzlich nach Clear Lake gezogen ist, vorher in Houston war und in Houston eine durchaus drogentechnisch kriminelle Vergangenheit hatte, die er aber mittels Entzug hinter sich gelassen hat und eben bewusst aus Houston weggezogen ist, um diese Drogenvergangenheit hinter sich zu lassen. Abgesehen davon hat die Polizei nichts in der Hand. Es gilt jetzt daher, die Ermittlungen im Prinzip aufgrund von Zeugenaussagen der Nachbarn voranzubringen. Das, was wirklich einzigartig ist, und da wirst du mir, Sandra, sicher auch zustimmen, ist, dass es sich hier jetzt nicht nur um ein Blutbad handelt, sondern ein Blutbad, das nicht mitten in der Nacht geschieht, sondern wirklich untertags. Also es muss hier in einem Zeitraum zwischen 15 und 18 Uhr mitten im Juli, es war helllichter Tag, diese Tat stattgefunden haben, und die Polizei stellt fest, dass insgesamt 27 Schüsse abgegeben worden sind. Ja, das wirkt total unglaublich. Also die Tat als solche, vier Personen, die erschossen werden, im Hochsommer, untertags, da stelle ich mir doch vor, da sind die Fenster auf, das muss man doch hören. Wie genau kann das sein, dass 27 Schüsse nicht bemerkbar waren? Ich stelle mir dann auch immer wieder vor, wie lange diese Tat eigentlich vom Ablauf geschehen ist, denn 27 Schüsse, das müsste doch schon eine gewisse Dauer gewesen sein, wo diese Schüsse abgegeben worden sind. Ich weiß nicht, wie lange braucht man für 27 Schüsse? Ich bin jetzt auch nicht der Waffenexperte. Was sicher ist, ist, dass das konnte die Polizei feststellen, dass diese 27 Schüsse von insgesamt zwei Waffen abgegeben worden sind an unterschiedlichen Stellen am Tatort. Das konnte die Spurensicherung aufgrund des Typs der Patronenhülsen feststellen. Das heißt, die 27 Schüsse sind nicht aus einer einzigen Waffe gekommen. Somit kann das meines Erachtens nach, auch wenn ich hier ein absoluter Laie bin, würde ich jetzt mal behaupten, sehr schnell gehen. Was allerdings natürlich ganz verstörend ist an der Geschichte, ist, dass ich eingangs schon erzählt habe, dass Clear Lake ein klassischer Suburban Vorort von Houston ist, in dem es ganz viele Einfamilienhäuser gibt, ganz viele Familien, Kinder, es sind Sommerferien, dass hier mitten untertags 27 Schüsse abgegeben werden und keiner was davon mitkriegt, ist schon sonderbar. Ja, das finde ich auch, dass niemand da die Polizei gerufen hat. Absolut, genau. Also es ist aber für die Polizei jetzt einfach wirklich sehr schnell klar, dass abgesehen von der Vergangenheit von Dee Sanchez, die aus dem Drogenmilieu eben entstammt, und dass es keine Einbruchsspuren in dem Haus gab, also die Täter dementsprechend bekannt sein müssen, gibt es einfach nur einen Ermittlungsstrang für die Polizei, und zwar die Nachbarschaft. Dementsprechend werden rigoros immer wieder Interviews mit den Nachbarn durchgeführt. Diverseste Nachbarn geben auch an, etwas gehört zu haben, was sich so anhört wie Schüsse, aber es hat niemand was gesehen. Und von Aussagen, dass man etwas gehört hat, lässt sich sehr schwer ein Tatprofil erstellen. Es geht daher immer weiter in die Richtung, dass die Polizei sich auf eine einzige Aussage einer Nachbarin stützt, nämlich die Nachbarin, die
genau gegenüber von Tiffany wohnt, die angibt zum Zeitpunkt der Schüsse in ihrer Küche am Küchenfenster gestanden zu sein und gesehen zu haben, dass sich zwei schwarz gekleidete Leute auf die also sehr rasch auf die Eingangstür des Hauses zubewegt haben sollen. Sie gab weiters an, es handle sich um einen Mann und eine Frau. Bei der Frau fiel auf, dass die Frau eine Bandana trug und sehr große Augen hatte. Die Polizei versucht jetzt mit diesen spärlichen Informationen verzweifelt ein Phantombild anzufertigen. Und ob man es glaubt oder nicht, das ist im Jahr 2003 der Höhepunkt der Ermittlungen in diesem Fall, der Polizeiarbeit. Dieses Phantombild wird natürlich über alle Medienkanäle verbreitet, so gut es geht. Resonanz gibt es darauf absolut keine. Wirklich? Das ist das einzige Ergebnis, was die Polizei vorweisen kann? Jahr 2003 gibt es denn nicht mehr, ne? Aber haben Sie die Christine nicht verhört als beste Freundin von den Opfern? Doch, also Christine wurde, abgesehen von den Nachbarn, wurde natürlich, so wie das in diesen Verbrechen oft ist, auch Familie und Freunde interviewt. Christine war auch Teil dieser Befragungen. Es gibt die Aussage von Laurie, Paulilla, Christines Mutter, dass Christine, nachdem rauskam, dass die vier tot sind, komplett am Boden zerstört war und sich insgesamt 3 Tage im Haus eben ihrer Mutter im Schlafzimmer eingesperrt hat und nicht mehr rauskam. Aber für die Polizei war Christine ein absolut schockiertes Teenager-Mädchen, das ihre Freunde verloren hat, mehr nicht. Okay, also das heißt, das Phantombild war auch nicht so gut oder nicht so genau, dass man die Christine drauf hätte wiedererkennen können. Im Nachhinein betrachtet, wir können das dann auch noch einmal auf Insta hochladen, auf unserem Insta-Kanal, das Phantombild. Es ist bei Phantombildern, finde ich, immer schwierig. Wenn man weiß, wer der Täter ist und man sieht das Phantombild im Vergleich zu dem Originalfoto, werden wohl die meisten sagen, ah ja, das sieht der Person total ähnlich. Wenn der Täter noch unbekannt ist, ist das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Ich würde sagen, das Phantombild sieht er schon ähnlich. Was man auch wirklich als Merkmal sehen kann, sind die großen Augen, die wirklich auch bis zu einem Teil aufgrund der Sehbehinderung von Christine rausstechen. Aber es ist jetzt nicht ein 1:1 Porträt. Okay, verstehe. Und wie ging es dann weiter? Haben Christine und Chris einfach so entspannt, gut, entspannt wird es nicht gewesen sein, aber einfach so weitergelebt? Naja, im Prinzip läuft eben, wie schon erwähnt, die Polizeiermittlung hier komplett ins Leere. Es ist jetzt so, dass Christine und ihr Freund Chris sich kurze Zeit nach der Tat trennen. Und warum haben die sich getrennt? Sie haben sich aus dem Grund getrennt, ich meine, darauf bist du schon auch, wirst du sicher noch später weiter darauf eingehen, dass das wirklich eine toxische Beziehung war und beide wirklich ganz, ganz schwer in der Drogenabhängigkeit waren und Chris zusätzlich, das unterscheidet ihn ein wenig hier auch von Christine, Chris zusätzlich zu seiner Drogenproblematik sich noch auf diverseste andere Arten kriminell betätigt hat, um seine Drogensucht einfach auch zu finanzieren. Also die Beschaffungskriminalität im klassischen Sinne. Absolut, absolut. Und deshalb hat einfach auch Chris wirklich in der Vergangenheit, bevor er mit Christine zusammen war, ganz, ganz viele negative Reaktionen ausgelöst. Niemand wollte, dass Christine hier mit ihm was anfängt, weil er eben in der Beschaffungskriminalität damals schon war. Diebstähle, Körperverletzung etc., um wirklich hier die Drogensucht auch zu finanzieren. Und 2004, nicht lang nach der Tat, kam es zur Trennung, die einfach aufgrund dessen stattfand, dass Chris in Kentucky inhaftiert wurde aufgrund eines Autodiebstahls. Es ergab sich hier in Christines Leben wieder einmal in dieser Zeit nach der Trennung ein Besuch in einer Entzugsklinik. Das heißt, sie ist jetzt eben wieder mal in einer Entzugsklinik und Single.
Ja, wobei ich finde, da könnte man das hinterfragen, inwieweit die Trennung bewusst oder gewollt war. Denn anscheinend sind sie bis zur Inhaftierung zusammen gewesen und dann ist es der Impuls von außen, die Inhaftierung als solche, die das Paar eigentlich trennte. Es gibt ja nur ganz wenige drogenabhängige oder substanzabhängige Personen, die die Beziehung über eine Inhaftierung hinweg weiter aufrechterhalten können. Diese Beziehungen sind ja oft sehr kurzlebig und sehr, sehr, wie soll ich das nennen, sehr oberflächlich auch gehalten, dass wenn ein Impuls von außen kommt, es sich das ganze Leben sofort verändert. Und so würde ich es eigentlich eher interpretieren, dass nicht die beiden sich getrennt haben, weil sie gemerkt haben, hoppala, unsere Beziehung ist nicht gut, die bringt uns nicht weiter, die ist schlecht, sondern eher, dass das Gefängnis die Beziehung aufgelöst hat. Ja, wobei, es wird zweifellos so sein, wobei man auch dazu sagen muss, dass Christine natürlich sehr, sehr jung ist. Beide sind jung, Christine war aber zum Zeitpunkt eben des Beziehungsbeginns 17, das ist jetzt 2004, das ist, gerade mal volljährig jetzt, also 18. In der Hinsicht sind Beziehungen in dem Alter noch dazu mit dieser Drogenproblematik wahrscheinlich sicher sehr kurzweilig. Christine ist eben jetzt in dieser Entzugsklinik aber auch wieder an jemand Neuen geraten. Und zwar an einen jungen Mann namens Justin Roth, der ebenfalls in der Entzugsklinik ist. Justin Roth ist heroinabhängig. Und das ist jetzt nochmal ein Bruch, denn die Substanzen, die bis jetzt von Christine und Chris irgendwie konsumiert worden sind, waren nicht in der Kategorie von Heroin. Das heißt, hier ist das jetzt nochmal eine Verschärfung der Drogenkrise für Christine. Christines und Justins Drogenkarriere geht nun also weiter. Beide kommen aus der Entzugsklinik heraus und beginnen gemeinsam ein neues Leben. Juli 2005 heiraten sie. Ziehen gemeinsam in ein Apartment, das Christine hier, war auch recht interessant bei der Recherche, hier wurde das Apartment öfter in anderen Bereichen ausgelassen bzw. nicht erwähnt, immer wieder darauf hingewiesen, dass Christine sehr mittellos gewesen sei. Am Anfang der Geschichte habe ich ja schon erzählt, dass wie sie 3 Jahre alt war, ihr Vater, der Bauarbeiter war, auf der Baustelle tödlich verunglückt ist. Der Vater hatte eine Lebensversicherung und die Begünstigte für die Auszahlung dieser Lebensversicherung war Christine. Und Christine, wenn wir uns erinnern, ist nun bereits 18 Jahre alt und diese Versicherungspolice wird ausgezahlt. Es handelt sich hierbei um immerhin $350.000. Wow, das ist ganz schön viel, oder? Genau, das ist vor allem, man konnte hier wirklich viel mit diesem Geld mache. Christine entscheidet sich natürlich, wie man sich schon denken kann, zu einem Großteil dafür, das Geld für Drogen auszugeben. Aber sie kauft sich immerhin auch mit ihrem neuen Ehemann Justin ein Apartment. War sie denn gar nicht nach der Entzugstherapie eine Zeit lang clean? Das kommt nicht so ganz raus. Also es gibt ganz, ganz viele Interviews und Aussagen von Lori Paulilla, ihrer Mutter, die aber auch wirklich sich sehr stark widersprechen. Das hat einfach auch den Hintergrund, ist herausgekommen und wird immer wieder überliefert, dass Christine und Lori ab dem Zeitpunkt 2003 herum, 2004 spätestens, fast gar keinen Kontakt mehr hatten. Das heißt, Erzählungen von Lori über Christines Leben in dieser Zeit basieren auf teilweise wirklich Hörensagen. Ah, okay. Ja. Es ist aber jetzt im Endeffekt so, dass die beiden, also dass Christine zumindest die $350.000 jetzt nicht komplett für Drogen auf den Putz haut, sondern in eine Immobilie investiert. Die beiden leben in dieser Wohnung gut 2 Jahre. Allerdings kommt es im Jahr 2006 zum erneuten Bruch, denn Christine sieht im Fernsehen und auf der Straße auch Fahndungsfotos nach den gesuchten Verdächtigen der Morde. Wir erinnern uns an das Phantombild.
Aber wie kommt das, dass das jetzt so viele Jahre später wieder in die Medien oder in die Öffentlichkeit kommt? Ja, das liegt ganz stark an den Eltern der ermordeten Teenager, die natürlich, wie man sich vorstellen kann, im Jahr 2003, unmittelbar nach den Höhepunkten der Ermittlungen, die ins Leere gelaufen sind, natürlich immer wieder versuchen, sowohl die Polizei als auch die Medien dazu zu bringen, den Fall wieder ins Rollen zu bringen. Und wie haben sie das geschafft? Da kommt noch eine Organisation namens Crime Stoppers gleich ins Spiel, die wesentlich dazu beigetragen hat. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Okay. Genau, im Juli 2006 kommt es eben dazu, dass Christine medial als auch irgendwie in der näheren Umgebung wieder auf den Fall aufmerksam gemacht wird und Fahndungsfotos sieht. Sie bekommt totale Panik und hier entsteht jetzt haben wir jetzt einen Schlüsselmoment, in dem Christine Paulilla ihrem jetzigen Ehemann Justin Rott den Mord an den vier Teenagern gesteht. Und in aller detaillierter Aufschlüsselung darüber berichtet, wie es dazu gekommen ist. Christine macht das jetzt nicht aus der Motivation heraus, irgendwie ihr Gewissen zu erleichtern, sondern es ist schlichtweg Panik. Sie hat Angst, erwischt zu werden. Reagieren tut sie auf diese Situation so, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann ihr gemeinsames Apartment verlassen. Und die nächsten, das muss man sich mal vorstellen, die nächsten 8 Monate in einem Hotelzimmer verbringen. Also eigentlich, als ob sie auf der Flucht wären? Ja, genau. Sie verlassen dieses Hotelzimmer auch nicht. Und dazu gibt es auch noch ein Foto, was wir hochladen, wie dieses Hotelzimmer ausgeschaut hat. Das ist schon wirklich krass. Also das ist ein Drogenumschlagplatz geworden. Da sind am Boden Essensreste und lauter benutzte Ampullen, also es wurde Heroin konsumiert. Und sonst hat man sich da eben die 8 Monate eingebunkert. Am 8. Juli 2006 kommt ein Hinweis bei der Polizei rein. Nach ewiger Zeit, in der die Ermittlungen ins Leere gelaufen sind, gibt es von der Organisation Crime Stoppers einen anonymen Hinweis. Kurzer Exkurs, was sind die Crime Stoppers? So etwas Vergleichbares gibt es bei uns im deutschsprachigen Raum in Europa, glaube ich, nicht. Das ist eine Organisation, die Community Organized ist, das heißt von den jeweiligen Gemeinden, in denen Verbrechen stattfinden, finanziert und betrieben wird und versucht, Hinweise auf Verbrechen zu finden mit zwei wesentlichen Punkten, auf die sie sich konzentrieren. Einerseits wird ganz klar transportiert, dass Menschen, die sich an die Crime Stoppers wenden, anonym bleiben. Das sorgt in Amerika natürlich ganz massiv dafür, auch, dass Menschen sich melden, die Dinge gesehen oder gehört haben und selber vielleicht aus einem kriminellen Umfeld kommen und sonst Angst hätten, sich an die Polizei zu wenden, aufgrund von Konsequenzen, die sie zu erwarten hätten. Bei den Crime Stoppers melden sich diese Leute dann. Am 8.7.2006 geht eben der anonyme Hinweis ein von jemandem, der mit Christine Paulilla in einer Entziehungstherapie-Entzugsklinik gewesen ist und gibt an, dass Christine dort den Mord zugegeben hat. Jetzt, wenn wir uns kurz zurückerinnern, ich habe gerade vorher schon vor ein paar Minuten erzählt, dass ihr Ehemann Justin Rott ebenfalls von Christine alle Details zur Tat erzählt bekommen hat. Jetzt hören wir von einem anonymen Zeugen, wo Christine in der Entziehungsklinik ebenfalls den Mord zugegeben hat. Es kommt bis zum Schluss dieses Falls nicht ganz klar raus, weil Christine und Justin Rott sich ja ebenfalls in der Entziehungsklinik kennengelernt haben, wann Christine tatsächlich Justin Rott von dem Verbrechen erzählt hat. Es kann nämlich durchaus sein, dass dies schon in der Entzugsklinik passiert ist und dass der anonyme Anrufer womöglich Justin Rott selbst war. Kommt, wie gesagt, nicht raus, ist eine interessante Parallele, finde ich, ein recht interessanter Twist.
Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Christine in ihrem Leben wirklich sehr oft in Entziehungskliniken war und mit sehr vielen Leuten zu tun hat. Dementsprechend können es auch ganz was anderes sein. Wie gesagt, Crime Stoppers anonym. Es erfolgt nun am 19.07.2006 die Festnahme von Christine und Justin. Dies geschieht aber noch nicht explizit aufgrund des Tipps von dem Zeugen bei Crime Stoppers, sondern aufgrund von Drogenbesitzes von Justin. Vorher schon eingangs erwähnt, dass sie in einem Motelzimmer schon seit 8 Monaten sind und dort ständig Heroin konsumieren. Und hier wurde anscheinend jemand aufmerksam und die Polizei wurde dorthin gerufen. Das bedeutet, Justin wurde hier aufgrund Drogenbesitzes eben festgenommen, Christine war dabei. Die Polizei hat Christine zu diesem Zeitpunkt sehr wohl aufgrund des anonymen Hinweises schon gesucht. Christine ging ihnen da aber bei der Verhaftung von Justin Roth mehr oder weniger durch Zufall ins Netz, weil ihnen der genaue Aufenthaltsort von Christine zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war. Es folgen nun recht intensive Verhöre zunächst von Justin Roth, in der er erneut also der Polizei jetzt gegenüber bestätigt, dass Christine ihm gegenüber alle Details der Tat bestätigt hat und eben auch erzählt hat, dass nicht nur sie an der Tat beteiligt war, sondern auch Chris Snyder, ihr damaliger Freund. Justin gibt also an, hier von Christine im Detail erzählt bekommen zu haben, dass sie und Chris Snyder an diesem Tag in das Haus von Tiffany gefahren sind, ursprünglich mit der Intention, Drogen abzuholen und von ihnen Drogen zu bekommen. Dementsprechend wurden sie von Tiffany und Rachel auch ganz normal ins Haus gelassen. Es gab zunächst auch keinerlei Auseinandersetzungen in irgendeiner Form. Als es dann zum Verlangen der Drogen kam, so erzählt Justin das, wurde Chris Snyder sehr schnell aggressiv, zog eine Waffe und eröffnete das Feuer. Ebenfalls Christine soll eine Waffe gehabt haben und ebenfalls das Feuer eröffnet haben. Es kommt zu diesem Zeitpunkt nicht klar heraus, wer wen erschossen hat. Christine macht in weiterer Folge in diesem Verhör komplett gegensätzliche Annahmen. Christine behauptet in ihrer Kernaussage, dass sie selbst überhaupt niemanden erschossen hat, sondern dass Chris Snyder und die toxische Beziehung, die sie zu ihm hatte, dafür gesorgt hat, dass Chris sie so dermaßen genötigt hat, dies zu tun, dass dies so weit ging, dass Chris ihr die Waffe in die Hand drückte und die Waffe in ihrer Hand, wie soll man sagen, auch führte und sie mehr oder weniger dazu zwang, mit dem Druck seiner Hand auch den Abzug zu betätigen. So beschreibt das Christine in diesem Verhör. Dann lass uns doch mal das Verhör uns anhören. Ja, dann spielen wir das jetzt mal kurz ein, damit ihr einen Überblick davon bekommt, in welcher Tatwelt Christine hier lebt. A few years ago, who was Chris Snyder to you? Very controlling, very, very scary person. Whenever he, his temper was pushed, or whenever he would, felt he had to prove something, he would act very, bully-like, very, like hard-ass kind of. And there's been times where, he get almost satanic talking about people. Like, I wonder what it'd be like to kill someone. Or there's been so many times where me and him have gotten into fights and physical fights, and very manipulative, very Let me stop. Is it safe to say, were you romantically involved with Chris a few years ago? Yes. Is he your boyfriend? Yes. How long did y'all date? About a year. Almost. Okay. Was it a love-hate relationship? Did you have strong feelings for him? At first,
it was a really good relationship. Then he started, I guess once he got used to the relationship, when, you know, more like newness wore off. Yeah, he got very, very take charge, very demanding. Okay. And if he didn't get what he wanted, he would do whatever it took to, you know, get me to, you know, do something for him, or, you know, or say something for him, or just pretty much, he really could, he knew that what my weak spots were, and when I would be in a weak state of mind, and when he really could get to me, he knew what to say about my past, what to say personal things about me to make me feel very, you know, almost like jelly, kind of insecure, very insecure, just very, you know, like nothing, very numb, very, you know, just okay. So safe to say this man had a big effect on you. Yes. Right. Did you say you had a father-like relationship? Than what you said once? Yes, I did, because I had lost my father at a very young age, and when I first started dating Chris, he, you know, he acted like, you know, he was the man, you know, mm-hmm. and he would you know, try to, you know, buy everything, and just he acted, it's almost like he was a father figure to me, because he'd always, you know, said he'd take care of me, and I always had that, you know, in my mind, you know, not that, like, he is my father, but you know, this is the dominant male in your life. Yeah, this is that part of, you know, my life that was taken out once, and now, like, he's filling. So the gun was in your hand, and what was he telling you? 1, 2, 3. He was holding on to it too. Okay, like on top of your hand or something. Yes. Like I couldn't tell you how it was, like, but that one that like, I was scared, and I was like crimping, and then I had made the gun go off, not purposely though, but like it went to like the back of the room, because I was just like screaming, just like shaking. So somehow you pulled the trigger. Yes. Okay. And he's like, you know, 1, 2, 3, and he's like, "Come on, you bitch, you bitch, you bitch," and he started just screaming at me, and then, you know, he kept, like, it felt like I was like being like jerked, like you know, like. It was violent when it goes off. Mm-hmm. How many times do you think it went off in your hand? A million times. It went off a bunch in your hand. It felt like a million times. Like even like the first time, it felt like a million times. So you're pulling the trigger somehow? No, like it's like he has his hand, and my hand was like, I couldn't even tell you how, like, it was. Okay. But it was his force that was making it go off. Yes. Okay. Were you hitting anyone? I don't know. Come on, it's important. This is important. Okay, you're doing a good job. If you're like this and you're doing it, you know that you're hitting the person in front of you. Well, we weren't really like in front of anybody. Were you near anyone? It was almost back, like in the middle of them in the door. Okay. Well, somebody was found in that area. Are you sure there's no one by you? Okay. Okay. But the gun went off a bunch of times. Did it stop? Did it run out of bullets? I couldn't tell you. I was just so okay. Scared. It was. Then what happened? It's like, it just felt like it was like a blackout almost. You know, like, sure. Everything like just. Okay. You know, like hypnotized, kind of like, you know, but all I can remember, I was just like, you know, I was screaming, and like, you know, and just like, you know, I kept trying to, like, you know, like pull away, but I couldn't, because I felt like just like spaghetti almost. Right. Okay. So what happened after all that? And then. And then I ran, or I didn't run yet, but he kept
shots, but it wasn't from my gun. It was, or the one that he gave me, because like I was like holding on to it, and then like I'm trying to remember like how this happened, because I remember it was just like it was so quick. Like I heard like other like shots like going off from his gun, I guess. I don't know what kind of. I mean, there wasn't a third person shooting. No. Okay. It's just everything was like, everything got like, you know, like quiet, like, but you know how like in the movie Saving Private Ryan, you can hear like shooting, but like you can't hear like anything else. Right. You know, like you can hear people or whatever, and then, I'm just trying to. I know you are. Just to calm down. I know you are. Can I just wait until I finish my cigarette, please? I feel like I'm going to throw up. Okay. I still can just hear his voice and seeing his face in my head every time I speak to you. Okay, also zu Beginn des Verhörs unter dem leitenden Ermittler Detective Harris beschreibt Christine ihr Verhältnis zu ihrem Freund Chris Snyder, der sie sehr stark unter Druck gesetzt hat, der sehr dominant war, der auch gewalttätig war, der sie immer wieder zu Dingen gedrängt hat, die sie nicht wollte. Christine beschreibt im weiteren Verlauf des Verhörs auf die Frage von Detective Harris hin, wie weit Chris sie ihm körperlich misshandelt hat, öfter über Gewaltfantasien mit ihr gesprochen hat, dass er sich fragen würde, wie es denn wohl wäre, jemanden umzubringen. Sie beschreibt also hier die toxische Beziehung zu Chris. Detective Harris wiederum versucht hier nochmal explizit nachzufragen, ob es sich bei der Beziehung der beiden wirklich um eine Liebesbeziehung gehandelt hat und wie lange die beiden ein Paar waren, ob Christine auch wirklich Gefühle für ihn hatte, ob das eine Art Hassliebe war, etc. Auch die manipulative Art von Chris wird von Christine beschrieben, indem sie ganz klar davon erzählt, dass Dinge oder Ziele, die Chris nicht erreichen konnte, dass Chris so reagiert hat, dass er versucht hat, diese Ziele selbst zu erreichen, sondern versucht hat, Christine dazu zu bringen, Dinge für ihn einfach auch zu tun. Weiters erzählt Christine davon, dass Chris in seinen manipulativen Phasen, in denen er gewisse Dinge von Christine wollte, auch immer wieder auf ihre Vergangenheit, auf ihre Krankheit, auf ihre schulische Laufbahn angespielt hat, um ihr Selbstbewusstsein einfach wirklich in den Keller zu treiben. Denn jemand, der kein Selbstbewusstsein hat, ist willenlos und kann in seinen Entscheidungen und Taten beeinflusst werden. Detective Harris versucht jetzt immer weiter auf die Beziehung zwischen Christine und Chris Snyder einzugehen und spricht Christine auf eine ihrer früheren Aussagen an, in der sie gemeint hat, dass Chris sowas wie eine Vaterfigur für sie war. Christine bejaht das und erzählt davon, dass ihr Vater sehr früh gestorben ist und dass es durchaus für sie so war, dass die Beziehung gewisserweise ein Vaterersatz war, da gerade zu Beginn der Beziehung Chris sehr dominant, patriarchalisch aufgetreten ist, indem er ja alles gekauft hat, was sie wollte, sich inszeniert hat als der Beschützer, der Aufpasser etc. Detective Harris versucht auch in diesem Kontext hier nochmal nachzufragen bei Christine und sie direkt darauf anzusprechen und zu sagen, okay, also Chris war für dich einfach der Mann, der für dich da war und dich beschützt hat, und das bejaht Christine. Detective Harris befragt Christine jetzt zu der Tat an sich und dazu, wer die Schüsse abgegeben hat. Er fragt Christine, ob sie die Schüsse abgegeben hat. Christine behauptet, dass Chris
ihre Hand geführt hat, sozusagen die Hand über ihre gelegt hat und damit die Waffe gelenkt hat und sie dazu gebracht hat, den Abzug zu drücken. Detective Harris fragt sie daraufhin nochmal ganz gezielt, ob sie den Abzug gedrückt hat. Sie bejaht das. Das Gespräch geht dann dahingehend weiter, dass Detective Harris auch fragt, wie oft sie den Abzug betätigt hat. Und Christine antwortet hier in einer recht interessanten Art und Weise und behauptet mindestens 1 Million Mal. Und setzt mit dem Nachsatz nach, es hat sich so angefühlt wie 1 Million Mal. Detective Harris versucht nun weiter, sie zu befragen bezüglich, wer wie Schüsse abgegeben hat. Christine bleibt bei ihrer Behauptung und bei ihrer Aussage, dass Chris Snyder ihre Hand geführt hat und er derjenige war, der praktisch die Kraft dahinter hatte, ihre Hand zu führen, um den Abzug zu betätigen. Detective Harris fragt Christine mehrfach, ob sie jemanden geschlagen hätte. Dass Christine sagt daraufhin, das wüsste sie nicht mehr. Detective Harris möchte auch von ihr wissen, wie viele Schüsse sie abgegeben hat. Erneut, das fragt sie erneut. Nun antwortet Christine, sie könne sich nicht mehr erinnern. Es wird von Christine geäußert, dass sie das Interview unterbrechen möchte, weil sie sich nicht wohlfühlt. Christine gibt nun an, dass für sie die Erinnerung an das ganze Ereignis sich so angefühlt hat, als wäre sie unter Hypnose gewesen. Sie hat nicht richtig wahrnehmen können, was um sie herum passiert ist. Detective Harris versucht neu zu fragen, wie viele Personen geschossen haben. Christine gibt hier an, dass sie die Waffe gehalten hat und ununterbrochen Schüsse gehört hat, die aber nicht von ihrer eigenen Waffe gekommen sind, sondern von woanders. Detective Harris erwidert erneut darauf, naja, das wird wohl die Waffe deines Freundes Chris Snyder gewesen sein. Christine meint, nein, das denkt sie nicht. Detective Harris springt auf das natürlich an und fragt gleich nach, gab es vielleicht einen dritten Schützen? Verneint Christine wieder. Die Aussagen gehen hier wirklich hin und her. Christine setzt jetzt zum Schluss des Verhörs eigentlich komplett aus und beschreibt nur mehr, in welchem traumaartigen Zustand sie war. Sie benutzt die Analogie eines Films aus den späten 90ern, Saving Private Ryan, dass sie wie in einer Art Shell-Shock sich befunden hat. Das bedeutet, sie hat alles in Zeitlupe wahrgenommen, nur mehr Schüsse um sich herum gehört, gar nicht mehr gewusst, was um sie herum passiert. Es war alles eher in einem Slow-Motion-Prozess. Daraufhin wird das Interview mehr oder weniger abgebrochen, weil sie sich nicht mehr wohlfühlt. So, das war das Verhör. Sandra, was sagst du dazu? Ja, ich finde, das sind ganz viele Aspekte, die wir uns eigentlich nochmal genauer anschauen können. Zum Beispiel diese Vaterfigur, die Christine sagt ja, dass der Chris irgendwie eine Vaterfigur ist. Wenn man sich wieder zurück überlegt, die Christine hat ja ganz früh ihren Vater verloren, hat eigentlich gar keine richtige Vorstellung von einer Vaterfigur. Naja, vielleicht durch ihren Stiefvater, das wissen wir nicht. Und ich denke auch. Das wissen wir nicht genau, leider, ja. Und ich denke auch, wir dürfen nicht diese Vaterfigur, diese Aussage 1:1 setzen. Vielmehr erscheint es mir, dass sie mit dem Chris Charaktereigenschaften wie zu einem Vater verbindet. Also dieses Umsorgen, das Einkaufen, das Starksein, das Verteidigen, dass das vielmehr der Punkt ist, den Christine nie erlebt hat oder sich gewünscht hat und dass sie das in dem Chris gesehen hat und deswegen auch so nah bei ihm blieb und diese Beziehung so eng wurde. Das Versorgen mit Drogen darf man natürlich auch nicht vergessen, ne? Ja, es ist essentiell für Drogenabhängige, auch diese Versorgung. Das ist eine große Panik, wenn Drogenabhängige keinen Stoff mehr haben. Der Entzug, das ist Panik hoch 10, das muss weitergeliefert werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, natürlich. Gut, da gibt es ja auch die Parallele zu einem späteren Ehemann, Justin Rod. Der hat sie ja genauso mit Drogen versorgt, dann auch in den 8 Monaten in dem Motel, in dem sie waren. Ich finde, was sehr interessant war an dem Verhör, war eine ganz, ganz kurze Schlüsselszene, in der Detective Harris etwas sehr Entscheidendes für den Fall gefragt hat, was eine schwere Schuld
auf Christine projiziert und wirft. Und zwar die Tatsache oder die Frage, ob Christine in irgendeinem, zu irgendeinem Zeitpunkt, abgesehen von Schüssen, die sie abgegeben hat, auch auf jemanden eingeschlagen hat. Mhm. Hier gibt es nämlich ein Detail, dass Justin Roth in dem Verhör, also Christines Mann, in dem Verhör auch der Polizei erzählt hat, bevor die Polizei mit Christine gesprochen hat. Christine hat Justin Roth ja in allem Detail von dem Verbrechen erzählt, und es kam eben nachdem, in der Erzählung, nachdem Chris Snyder und Christine Paolilla praktisch alle erschossen hatten, die vier in dem Haus, Drogen entwendet haben, wofür sie ja eigentlich gekommen waren, haben sie das Haus verlassen, und laut Justin Roths Erzählungen soll Christine berichtet haben, dass kurz nachdem sie das Haus verlassen hatten, Christine zu Chris meinte, wir müssen nochmal Kehrtwende machen. Sie glaubt, dass einer der vier noch lebt. Es ist jetzt so überliefert von Justin Roth, ob jetzt Christine gemeint hat, man muss eine Kehrtwende machen, weil da noch jemand lebt, oder Chris, werden wir nie restlos herausfinden. Fakt ist aber, dass Rachel Kalaroutis, die hinter der Couch gefunden worden ist, im Wohnzimmer in diesem Haus, mit einem Telefon in der Hand, auf dem zwei Fingerabdrücke, blutige Fingerabdrücke auf den Zahlen 9 und 1 waren, die also versucht hat, den Notruf zu wählen, nachdem sie erschossen wurde, noch am Leben war und versucht hat, eben hier Hilfe zu holen. An Rachel Kalaroutis Schädel wurden, nachdem die Leiche gefunden wurde, massive Verletzungsspuren gefunden, die darauf schließen, dass sie brutalst erschlagen worden ist, zusätzlich zu den Schussverletzungen. Dazu passt jetzt die Aussage von Justin Roth sehr gut, dass die beiden nochmal umgekehrt sind, zurückgefahren sind in das Haus, gefunden oder herausgefunden haben, dass Rachel Kalaroutis noch lebt und versucht, über das Telefon Hilfe zu holen, und dann auf sie eingeschlagen wurde. Warum man dann nicht auf sie geschossen hat nochmals, ist unklar. Man kann vermuten, dass ihnen die Munition ausgegangen ist. Was sagst du dazu? Ich denke mir, das ist schon wieder so ein besonderes Merkmal dieser Gewaltbeziehung. Man muss sich ja die Situation vorstellen, oder Christine hat es ja auch gesagt, dass das im Endeffekt alles wie im Film ablief. Dann haben diese beiden, auch eigentlich junge Erwachsenen, diese vier anderen Freunde erschossen. Das ist ein völliger Ausnahmezustand. Der ganze Körper wird voller Adrenalin gewesen sein. Dann hetzen sie wahrscheinlich übereilt ins Auto, fahren los. Und dann, kann ich mir gut vorstellen, entsteht im Dialog im Auto der Dialog, glaubst du wirklich, wir haben alle umgebracht? Und die Christine äußert einfach Zweifel. Ja. Und so wie die Christine den Chris im Verhör auch geschildert hat, dass er eigentlich ein sehr negativer Mann war, der ihr auch Angst gemacht hat, der sie auch immer wieder runtergemacht hat und beschimpft hat, da knüpft er ja an diesem fehlenden Selbstbewusstsein von Christine an. Absolut. Und für diese Leute, die eine große Beeinflussung meistens auch besitzen, wird es relativ leicht gewesen sein zu sagen, na, du bist jetzt schuld, wenn die uns erwischen, wenn du die, wer war es, die Rachel, ja, nicht richtig umgebracht hast, dann bist du schuld, dass wir ins Gefängnis kommen. Mhm. Und er gibt ihr im Prinzip diese ganze Verantwortung. Und dass die Christine dann sagt, na, drehen wir vielleicht mal um, schauen wir nach, ist eine logische Konsequenz davon. Es ist natürlich, und das wird dann auch beim späteren Verfahren vor Gericht klar, dass genau dieser Punkt ein bisschen ein Knackpunkt in den Ermittlungen darstellt, weil hier die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird und der Vorsatz des vorsätzlichen Mordes. Das wird Christine zum Verhängnis später, genau dieser Punkt bei der Gerichtsverhandlung. Jetzt ist es aber so, wenn wir in der Geschichte weitergehen, dass jetzt am 21.07.2006 eine Mordanklage erhoben wird, nicht nur gegen Christine, sondern auch natürlich gegen Chris Snyder. Und wenn wir uns zurückerinnern, Christine und Chris sind ja nicht mehr ein Paar, und es geht jetzt darum, ausfindig zu machen, wo Chris ist. Christine ist bereits in Gewahrsam,
die Anstrengungen der Polizei führen dazu, dass man rausfindet, dass Chris Snyder seit Juni 2006 mittlerweile in Greenville, South Carolina lebt und dort eben, das kam bei meiner Recherche auch nicht klar raus, da gibt es zwei verschiedene Theorien, in irgendeiner Form Wind davon bekommt, dass die Polizei nach ihm sucht. Er weiß also davon, dass eine Fahndung gegen ihn läuft. Hier gibt es einerseits die Informationsquellen, die behaupten, dass Chris aufgrund seiner Drogenvergangenheit einen Bekannten oder Verbindungen zur Polizei in Greenville oder eben in Texas hatte und dass er so über die Fahndung informiert worden ist. Oder dass die andere Version lautet, dass seine Familie ihn auf den Fahndungsfotos sehr gut oder auf den Phantomzeichnungen sehr gut erkannt hat und gemeint hat, die suchen dich jetzt. Restlos werden wir das nie aufklären können. Fakt ist aber, dass niemand aus seiner Familie oder irgendwer anderer wusste, dass er die Verbrechen begangen hat, im Unterschied zu Christine, die ja mindestens einer Person oder wenn nicht mehreren Personen im Detail erzählt hat, was an diesem Tag geschehen ist. Es kommt jetzt dazu, dass die Polizei natürlich in Greenville tätig wird und nach Chris sucht, ihn aber an seinem Haus nicht anfindet. Am 5.8.2006 wird Chris dann schlussendlich gefunden in einem nahegelegenen Waldstück in Greenville. Er hat Selbstmord begangen mit einer Überdosis. Das wirkt schon sehr gezielt, dass er in ein Waldstück geht und sich eine Überdosis setzt. Absolut, ja. Also hier ist definitiv klar, zwar nicht von wem, aber dass er wusste, was auf ihn zukommt. Genau. Das ist absolut klar. Am 13.08.2008 kommt es zur Verurteilung von Christine Paolillo. Die Todesstrafe bleibt ihr erspart, da sie zum Tatzeitpunkt das Jugendstrafrecht angewendet werden konnte, da sie 17 Jahre alt war. Sie sitzt nach wie vor im Gefängnis und hat im Jahre 2046 Anspruch auf Bewährung. Ja, krasser Fall. Ne? Ja, wow, wenn man sich überlegt, die Christine wird bald 40 und eigentlich saß sie die Hälfte ihres Lebens bis jetzt im Gefängnis und muss auch noch verdammt viele Jahre weiter im Gefängnis sitzen. Das ist schon eine sehr unerfüllte Biografie eigentlich. Absolut. Also man kann halt wirklich in diesem Fall auch wirklich sehr, sehr schön sehen, was eine, man muss es leider so nennen, verkorkste Kindheit einfach bewirken kann. Ja? In Kombination mit einer Person, die alles nochmal verändert. Wir könnten ja die Hypothese noch aufstellen, was wäre gewesen, wenn die Christina Chris gar nie getroffen hätte. Ganz genau. Das ist das Bittere natürlich in der Geschichte, da sie sehr viele Wendungen auch ins Positive birgt, um dann wieder unmittelbar mit der nächsten Wendung wieder abzustürzen. Ja, wenn es Chris nicht gegeben hätte, Christine hatte wirklich die Perspektive, so wie du es uns ja auch erklärt hast, schon wirklich auf einen guten Pfad zu kommen mit Rachel und Tiffany als beste Freundinnen. Natürlich besonders tragisch, dass man zwei sehr engagierte junge Mädels, Rachel wollte freiwillig in den Militärdienst, Tiffany wollte Sozialarbeiterin werden, das heißt, hier wurden auch die jungen Leben natürlich der beiden Burschen, Marcus Parcella und Dee Sanchez ausgelöscht, eine ganz, ganz tragische Geschichte. Ja, und man sieht einfach, wie labile Persönlichkeiten es unheimlich schwer fällt, auf dem rechten Weg zu bleiben. Ja, also durch diese verkorkste Kindheit, so wie du es genannt hast, ist es für Christine wahrscheinlich nur ein ganz leichter Step, wieder in diese Negativspirale zu gehen. Hingegen man sagen könnte, dass wenn die Kinder eine gute Kindheit hatten und ein behütetes Elternhaus, so wie eben ihre beiden Freundinnen, dass es nicht so eine leichte Verführung ist, sich mit einem so negativen Menschen in Verbindung zu setzen. Ja, da ist die Hürde einfach viel größer, auf die negativen Wege einzuschlagen. Absolut.
es zeigt sich halt immer wieder, und wir werden das ja auch in unseren nächsten Fällen sehen, dass das hier gerade im Bereich von Gewaltverbrechen von ganz jungen Straftätern diese Verbindung zum Werdegang, zur Jugend, zum Elternhaus, zur Struktur des Aufwachsens ganz, ganz stark vorhanden ist. In diesem Sinne würde ich sagen, es war ein sehr, sehr spannender, interessanter Fall. Ja, auf jeden Fall. Es hat mich wieder mal gefreut. Mich auch. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Genau. Also, tschüss. Tschüss. Thank you.